Betrachten wir ein fiktives Durchlaufdiagramm für einen Arbeitsplatz. Neben dem Zugang und Abgang der Aufträge ist darin auch der Bestandsverlauf im Bezugszeitraum P eingetragen. Der jeweilige Bestand als vertikaler Abstand zwischen der Zugangs- und der Abgangskurve entspricht dem Arbeitsinhalt der auf die Bearbeitung wartenden und in Bearbeitung befindlichen bzw. noch nicht abgemeldeten Aufträge. Idealisiert man im Durchlaufdiagramm den Zugangs- und Abgangsverlauf zu je einer Geraden, so entspricht der vertikale Abstand dem mittleren Bestand BM und der horizontale Abstand der mittleren Reichweite RM. Die so definierte mittlere Reichweite wird auch als virtuelle Durchlaufzeit bezeichnet. Sie entspricht der Zeit, die ein neu am Arbeitssystem ankommender Auftrag bis zu seiner Abfertigung verweilen muss, wenn keine Reihenfolgevertauschungen vorgenommen werden. Die mittlere Leistung LM ergibt sich aus dem Verhältnis der geleisteten Arbeit AB zur Länge des Bezugszeitraumes P. Der mittlere Bestand ergibt sich, indem man die Bestandsfläche FB durch den Bezugszeitraum P dividiert. Das Verhältnis des mittleren Bestandes zur mittleren Leistung entspricht der mittleren Reichweite. Diese Beziehung wird auch als Trichterformel bezeichnet.